Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Das ist ein Nachtrag-Info-Video zum letzten Bremsen-Video, OPC-Bremse. Ja Leute, da habe ich wohl ein Duet gebaut. Jetzt mal Spaß beiseite, an der Bremse ist kein Platz für Fehler oder Sachen, die nicht ganz so 100% sind. Eigentlich. Ja, es geht darum, wenn ihr mein Video seht, ich filme es jetzt einfach mal ab, habe ich Belege gekauft von AT, das sind diese Keramikbelege und diese haben eine Markierung, einen Fall. Normalerweise, ja, ich informiere mich bei Videos vorher mit Drehmoment und Besonderheiten und sonst was, aber sowas hatte ich auch noch nicht. Und während ich das Video gedreht habe und die Belege ausgepackt habe, habe ich diesen Fall gesehen. Jo, was ist das denn? Also habe ich gegoogelt und in Foren, Corsa D Foren und auch andere Foren von anderen Marken gefunden, dass die Leute immer geschrieben haben, der Fall muss nach oben. Jetzt wisst ihr, auf Internetforen sollte man auch nicht vertrauen, weil, wie Niklas richtig reinschrieben hat und andere, gibt dieser Fall eigentlich logisch, im Nachhinein betrachtet, die Drehrichtung der Scheibe an. Das heißt, da der Sattel ja vor dem Federbein ist, dreht die Scheibe so, also müsste der Fall nach unten. Ja, ist das jetzt gefährlich? Dieses Video kommt jetzt auch so ein bisschen spät, weil ich mich bei AT informiert habe. Ich habe mal da mit so einem Techniker-Typ da telefoniert. Ich hoffe, es war ein Techniker. Und mal gefragt, was das ist und welche Auswirkungen sowas haben kann und warum die sowas machen. Also erstmal grundlegend gesagt, es gibt wirklich Belege, die laufrichtungsgebunden sind und auch nur an bestimmte Positionen verbaut werden dürfen. Diese Belege sind aber extrem selten, weil das nur spezielle Sätze sind und sind zu 99% immer an der Trägerplatte verändert. Das heißt zum Beispiel, die Trägerplatte ist angeschrägt, hat Aussparungen, Kerben, Nüpsis oder sonst was. Laut Aussage des Mitarbeiters kann man diese Belege eigentlich nicht falsch rum einbauen, außer man wendet Gewalt und Hammer an. Solche Leute gibt es ja auch. So. Aber warum ist jetzt dieser Fall da drauf, was für einen Sinn hat das bei diesen Belegen? Und wie gesagt, ist es nun gefährlich, ne? Ich kann jetzt mal grundlegend die Leute beruhigen, es ist nicht gefährlich. Dieser Fall, oder mehr gesagt, diese Laufrichtung, die AT bei diesen Belegen hat, ist nur für die Einlaufphase gedacht. Das heißt, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr neue Belege verbaut habt, ihr fahrt das erstmal los und ihr habt das Gefühl, beim Pedal so richtig schön ist das Pedal nicht und du hast scheiß Bremswirkung. Die Bremswirkung steigert sich relativ schnell, wenn man ein paar Mal so ein bisschen gebremst hat, also man darf ja keine Vollbremse machen, steigert sich die Bremsleistung relativ schnell wieder und man hat eine vernünftige Bremsleistung, weil sich eben die Belege auf den Scheiben eingearbeitet haben. Jetzt gibt es Leute, und das sieht man auch in vielen Videos, die brechen die Kante, die nehmen Schleifpapier und ziehen einmal an der Kante vom Bremsbelag entlang, weil dadurch die Einlaufphase verkürzt wird und man auch am Anfang bessere Bremsleistung hat. Und es dient auch der Geräuschminderung. Und nichts anderes ist das, was ATE gemacht hat. ATE hat den Bremsbelag angeschrägt, also bearbeitet, dass man eine schnellere Einlaufphase hat und weniger Geräusche dabei. So, jetzt haben das nicht beachtet und die Dame, wo ich das verbaut habe, hat mich nicht angeschrieben oder gesagt, hier irgendwie, das macht komische Geräusche. Grundlegend kann man sagen, das ist nicht schön und soll auch eigentlich passieren, aber nicht gefährlich. Jetzt zu sagen, ja, bau die Belege doch von links nach rechts um und gut ist, das Video ist nicht neu, also das ist schon eine Weile her, seitdem das gemacht wurde. Und jetzt die Belege zu tauschen, das ergibt keinen Sinn, weil die sind eingelaufen auf der Scheibe. Das heißt, man müsste neue Belege holen. Da sich um die Keramikbelege handelt, sind 65 Euro. Und ganz ehrlich, wir haben ja die Leute bei ATE bestätigt, dass es nicht schön ist, aber keine sicherheitsrelevante Auswirkung hat, werde ich es nicht machen. Im Sommer bin ich da Sommerreifen auf dem Wagen drauf, baue ich werde dann der Dame sagen, sie sollte zu mir kommen, wieder wegen Sommerreifen. Gucken wir uns mal die Belege an. Dann nehme ich die raus und können wir mal gucken, ob die schräg abgefahren sind oder sonst was ist. Wobei laut ATE das eigentlich keine Auswirkung hat. Nochmal an alle Leute, die Panik geschoben haben. Nicht schön, aber auch nicht gefährlich.
Also, ich habe auch daraus gelernt, ich werde nie wieder das Ding falsch rum einbauen. Und ich habe auch gelernt, dass man auf Internetforen nicht bauen sollte. Was uns ja eigentlich auch allen bekannt ist. Es steht so viel im Internet und in Foren, das muss nicht alles stimmen. Ganz viel geredet. So, dieses Video werde ich in eine Beschreibung vom Corsair DOPC Video reinpacken, weil ich werde es nicht neu rendern und nochmal hochladen. Da muss nicht sein. Ich werde es in eine Beschreibung reinpacken und auch als Kommentar posten und anpinnen. Und wenn jemand dann reinschreibt, hör mal zu, wir sind falsch rum, dann poste ich dieses Video hier. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen aufklären. Danke auch für die Hinweise. Und auch danke an ATE, dass die so bereit waren, mir das zu erklären oder uns zu erklären, wie es funktioniert oder wofür das ist. Ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen als Dank fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren auf jeden Fall. Tschüss.